Die bezaubernde Rilana, Fürst Ferenc von Bekici, seine schöne Schwester Helene und der bärenstarke Hufschmidt stehen im Mittelpunkt des verzweifelten Kampfes, den die ungarischen Bauern, die Korutzen, am Anfang des 18. Jahrhunderts gegen ihre Unterdrücker, die Türken und die Österreicher führen. Nur ein Ziel vor Augen: Freiheit für Ungarn. Wir werden schon fertig mit Ihnen, aber der Munitionstransport, er darf nicht nach Bourgogne Beängstigend, wie sich die schlechten Nachrichten in letzter Zeit häufen. Dieses Schreiben hier ist leider keine Ausnahme. In Buda ist der Teufel los. Die Bevölkerung begehrt auf. Es sieht schlimm aus. Ich habe Befehle, mich mit der Hälfte meiner Einheiten nach Buda zu begeben. Tja, was ist mit der Garnison? Die Garnison muss mit der Hälfte der Truppe gehalten werden. Deshalb brauchen wir freundschaftliche Beziehungen zu den Einwohnern. Wir haben hohe Verluste gehabt in den letzten Wochen. Ich weiß. Aber es waren immer Angriffe von überlegenen Einheiten auf Patrouillen oder Begleitkommandos. Eine erfolgreiche Taktik. Sicher. Die offene Schlacht wird Fürst Bekici auch weiterhin vermeiden. Allerdings, Bourgogne ist das Herz seiner Besitzungen. Er würde die Stadt sicher nur zu gerne zurückerobern. Der Vorgang ist streng geheim. Machen die endlich das Tor auf. Jetzt warten wir schon zwei Stunden. Gestern bin ich auf meinem ganzen Salat sitzen geblieben. Dieser Weg hierher. Wir haben sie auch nicht abgekauft. Mach das Tor auf, es kommt eine Fuhre Sand. Aber passt auf die Bauern auf. Es ist für uns unmöglich, eine Festung in Bourgogne einzunehmen. Es wäre ein Signal für das ganze Land. Der Adel würde sich anschließen. Und die Bauern ihre Söhne schicken. Ich weiß. Weg da, draußen bleiben! Erst die Wagen mit dem Sand durchlassen! Mach den Weg frei! Ich muss deine
meine Hühner verkauft. Seid doch vernünftig. Weg, oder der Wagen fährt dich über den Haufen. Los, letzter elendes Gesinde. Weg da. Oh. Du kommst ja noch unter den Wagen. Bleib doch an der Seite. Warte, du verlauster Hund, dafür dreh ich nichts. Bist du drin? Jedenfalls nicht im Moment. Vielleicht morgen. Komm, Boris, geh vor. Schluss für heute! Schließ das Tor wieder! Ich muss meine Hühner verkaufen! Zwei Stunden lang schon! Jetzt lassen Sie mich nicht rein! Wie stellen Sie sich das vor? Die Hühnchen sind schon gerupft und alles, die gehen mir doch kaputt! Wer zahlt uns den Schaden? Wir sind arme Bauern! Ihr könnt uns doch nicht abschieben! Lassen Sie mich durch! Heilige Zarka. Also Schluss jetzt! Schließ das Tor! Seid gar nicht in Borangenieu gewesen? Nein, nichts zu machen. Da kommen wir nur rein, wenn wir die Stadt stürmen. Der Schmied hat recht. Na, meine Freunde. Was ist das? Eure Minen gleichen einer Nacht ohne Mondschein. Was gibt's? Ah, Borangenieu. Heute Abend sind wir dort. Apart. Mit ein bisschen Glück nehmen wir Borangenieu vielleicht sogar ohne einen einzigen Schuss. Wie? Sehen Sie, mein Fürst? Hier ist der Schlüssel zur Stadt Borangenieu. Ein Schilfrohr und ein alter Lappen? Wir folgen in 5 Stunden und sind beim ersten Sonnenstrahl da. Einmal läuten, dann kommt ihr raus, ja? Mhm. Nein, Helene, das kommt gar nicht in Frage. Unsere Chance steht 10-1. Richtig. Und wenn ich mitkomme, steht sie 10-3. Wieso? Ich glaube, ein österreichischer Offizier ist von einer trauernden Witwe eher zu überzeugen als von einem Sargträger. Da hat sie recht. Wer legt bei einer solchen Sache schon gern die Hände in den Schoß, ha? Anders. Ach nichts, das sind die alten Mauern. Thank you.
Es gefällt mir nicht. Zugegeben, man wird dich nicht erkennen, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Ich gehe mit, ob es dir gefällt oder nicht. Ferenc, warum sind wir nicht gleich mit Arpad mitgegangen? Weißt du, wie sie die nächsten 6 Stunden bis zum Sonnenaufgang zubringen? Nein. Wenn du es wüsstest, würdest du nicht fragen. Um das auszuhalten, muss man als Zigeuner auf die Welt gekommen sein. Beeilt euch! Los! Hab ich die Schnauze voll. Seit 3 Wochen spielen wir das Theater nun schon. Jeden Tag im Morgengrauen rausfahren. Fahr zu, du Faulpelz! Wir müssen die ganze Nacht aufbleiben. Oh, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen unseren alten Onkel in Borgenieu begraben. Das könnt ihr euch gleich aus dem Kopf schlagen. Die lassen keine Fremden rein. Nicht mal, wenn sie tot sind. Lass das Gitter runter. Ein Mann bleibt hier, der Rest zum Frühstück passen. Vorwärts. Heilige Mann. Egal, lass die Jalousie runter. Hey, Ferdl, dreh dich mal langsam um. Du kriegst Besuch. Das auf meinen nüchternen Magen. Guten Morgen. Wir möchten zum Friedhof. Ich habe Order, niemanden reinzulassen. Ich weiß. Aber wir können nicht mit unserem Toten hier stehen bleiben. Ja, das würde ich euch auch nicht raten. Ihr müsst ihn halt woanders eingraben lassen. Das ist unmöglich. Mit gutem Willen geht alles. Nein! Es ist der letzte Wille unseres Onkels. Er ist in Borgenieu geboren und bat darum, auch hier begraben zu werden. Das kommt gar nicht in Frage. Auch Tote haben hier keinen Zutritt. Machen Sie, dass Sie hier weiterkommen. Soldat, hol deinen Vorgesetzten. Ich möchte mit ihm sprechen. Hast du verstanden? Und beeil dich. Sag ihm, dass ein Toter ihn um einen letzten Dienst bittet. Betet, meine Freunde, damit der letzte Wille unseres Verwandten erhört werde. Kniet nieder. Uns zwingen, den Hans Wurst zu spielen. Das werde ich diesem Banditen heimzahlen. Was wünschen Sie? Den letzten Willen eines Toten erfüllen. Ihn in seine Heimaterde beizusetzen. Bedauere. Wir haben Befehl, keinen Fremden ganz gleich unter welchem Vorwand in die Stadt zu lassen. Aber wir müssen ihn begraben. Den Toten eine Ruhestätte zu geben, ist die erste Pflicht eines jeden Christen. Vielleicht. Gehorchen hingegen die erste Pflicht eines Soldaten. Bitte nehmen Sie Ihren Toten wieder mit. Niemals. Wir verlassen diesen Ort nicht. Wir haben dem Toten versprochen, ihn hier zu begraben. Öffnet den Sarg. Hä?
macht ihr da? Sie müssen die Verantwortung Ihrer Entscheidung übernehmen. Sie sollen im Angesicht einer trauernden Witwe den Blick eines Toten ertragen, dem Sie verweigern, in seiner Heimaterde Frieden zu finden. Haltet an! Haltet an! Gut. Ich begleite Sie bis zum Friedhof. Und dort begraben Sie dann schnell Ihren Toten. Danke. Karl, sieh das Gitter hoch. Niemand soll sagen können, ich sei kein guter Christ. Schließ das Gitter und kommt dann mit zum Friedhof. Hierher! Absetzen! Mit Ihrer Erlaubnis. Wir möchten die Glocke läuten. Sie wecken die ganze Stadt auf. Keine Angst, nur ein einziges Mal. Ein alter Glaube. Wenn es Sie in Ihrem Glauben beruhigt, bitte. Aber nur einmal. Vielen Dank. Es ist für unseren Toten von hoher Bedeutung. Mit dem Läuten ruft man Engel des Himmels oder die Teufel der Erde herbei. Sie erscheinen und bemächtigen sich der Seele des Verstorbenen. Nur die Dummen lachen über Dinge, die sie nicht begreifen. Es glaubt also wird selig. Aber beeilen Sie sich. Hey, 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 das darf doch nicht wahr sein. Hör sofort auf. Du kannst doch hier nicht pinkeln. Du besudelst die Erde und erzürnst damit die Teufel. Und wenn schon? Und was ist, wenn sie hier plötzlich vor dir auftauchen? Ich kann es nicht mehr aufhalten. Ich muss jetzt. Mann, hör auf. Du weißt ja nicht, was du tust. Doch, pinkeln. Nur ein einziges Mal, verstanden? Rittmeister, keine Bewegung. Nein. Alter Sarkel! Ja. So, du machst den Schaff den Sarg auf. Los, mach den Sarg auf! Nein, ich nicht. Schau zu, schau los, komm her, mach auf. Doch, wer wird sich den Fall ins Boden fürchten? Na, da ist was Hübsches drin, glaub Ist das nicht ein hübscher toter Onkel, wie er so da liegt? Eine Falle. Es war eine Falle. Schluss, der Spaß hat lange genug gedauert. Eine hübsche Überraschung, hä? Führ uns zum General. Er ist nicht da. Er ist nach Buda geritten. Die Partie ist noch lange nicht gewonnen. Abad, nehmt den mit und kümmert euch um den Kommandanten. So, komm, mein Rotkehlchen. Helene, du legst mir Milan und Igle Zündschnur zum Pulverturm. Wenn ihr Schüsse hört, Feuer legen und dann bringt euch in Sicherheit. Ihr flüchtet erst nach der Explosion. Der Rest der Leute kommt mit mir. Wir nehmen uns die Kasematten und den ersten Offizier vor. Wir verstehen uns sonst. Geh hin und sag, dass dieser Mann eine wichtige Nachricht hat. Hier. Ich kitzle ihn lieber ein bisschen in meiner Donnerbüchse. Mhm. Dieser Mann hat dem Kommandanten eine wichtige Nachricht zu überbringen. Sag ihm, es ist die Botschaft seines Freundes. Mach schnell. Beeilt euch. Psst! Klopft
zumindest an, wenn man so früh kommt. Ja, entschuldige. Was gibt's? Wer ist denn da? Arpad und seine Freunde. Hände hoch und keine falsche Bewegung, sonst drück ich ab. Setz dich. Du sollst dich setzen, sag ich. Na. Ich sagte, setz dich. Hier erteile ich die Befehle. Hoffen wir es. Geben Sie jetzt Ihren Offizieren und Soldaten den Befehl, sich zu ergeben. Alles in Ordnung? Mhm. Der größte Teil sitzt in der Falle. Mindestens 40 Mann. Aber sicher laufen noch genügend andere frei herum. Mhm. Befehlen Sie Ihrem Offizier, die bewaffnete Truppe auf dem Platz zu versammeln. Sie verlieren Ihre Zeit, Fürst Beckecci. Fürst Beckecci? Hm. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht ist er schon weg. Lass uns mal rein. Nein, 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 auf keinen Fall. Was glaubst du, was passiert, wenn er nicht allein drin ist? Also, du denkst, er... Also, da würde ich lieber nicht stören. Da könnte ja einer fuchsteufelswild werden. Probieren wir es halt nochmal mit Klopfen. Herr Kommandant? Sind Sie noch da, Herr Kommandant? Dürfen wir eintreten, Herr Kommandant? Tut mir leid, mein Lieber, der Krieg ist nun mal kein Geschäft für Chorknaben. Erteilst du nun den Befehl? Mach schon! Oder muss ich deutlicher werden? Herr Kommandant, haben Sie was gesagt? Ich kapiere nicht, dass man euch Soldaten immer erst ein paar Rippen brechen oder sogar das Bäuchlein aufschneiden muss. Los! Herr Kommandant! Die Truppe soll sich auf dem Platz versammeln. Geschafft. Wir haben Borogenie zurückerobert. Sicher bist du ein tapferer Soldat, wenn du nicht gerade im Bett überrascht wirst. Weiter, weiter, ihr mickrigen Kanonenputzer! 61, 62, 63, 64, 65! Gestatten Sie mir, Ihnen meine Hochachtung für Ihren Mut auszusprechen. 65 Mann! Wo sind die anderen? Mehr sind nicht drin. Da hätten wir auch richtig angreifen können, ohne diese faulen Zigeunertricks. Vielleicht hast du gar nicht mal so unrecht, Schmied. Wer weiß? Auf die Art wäre ich wenigstens losgeworden. Der Kerl muss immer das letzte Wort haben.